1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben. Scharfe Beute. Geile Typen. Mit diesen Leuten möchte ich heute sprechen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Das ist unser Thema heute, heute Nacht. Scharfe Bräute, geile Typen. Ja, ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die das von sich selbst sagen. Und ich möchte gerne mit anderen sprechen, die wiederum scharfe Bräute kennen, ihre Erfahrungen damit gemacht haben. Mit Frauen sprechen, die ihre Erfahrungen mit so richtigen Stechern gemacht haben. Ja, ich bin sehr gespannt und lasse mich jetzt überraschen. 0800 22 050 50. Erster Anrufer ist Sarah und Sarah ist 26 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Sarah. Hier spricht die Sarah. Hier spricht die Sarah. Und die Sarah ist eine scharfe Braut. Ja, bin ich. Und zwar ist es so, dass ich bis zu meinem 25. Lebensjahr lesbisch gelebt habe, auch ganz offen. Ja. Und nur was mit Frauen hatte. Und ich muss dazu sagen, ich sehe auch gar nicht so schlecht aus. Ich bin Nordafrikanerin, ja. Marokkanerin, wow. Bin 1,72 groß, 55 Kilo, also auch nicht schlecht. Und so, halt eine, das, so eine Kakaohaut wahrscheinlich? Ja, so. Genau, so eine Kakaohaut. Wunderbar. Und dann noch so eine Barbara Becker-Mähne. Ah ja. Also ich kann es mir gut vorstellen, ja. Ja, und bis zu meinem 25. Lebensjahr, ich habe eine Junglesbengruppe geleitet und bis dahin hatte ich eigentlich nie irgendwelche Erfahrungen mit Männern gemacht. Ja. Ja, und dann irgendwann kam dann der Mann, der dann gesagt hat, ja, wie, du hast noch nie Erfahrung mit Männern gemacht, Sarah, das kann es doch gar nicht sein. Dann wird es höchste Zeit. Ja, dann wird es höchste Zeit. Und dann habe ich auf einmal wild animalischen Sex mit einem Mann gehabt. Nein, sag bloß. Jetzt hast du dein Coming-out als Hetero-Frau. Ja. Oder als bisexuelle Frau zumindest. Ja. Von der Lesbe zur Bisexuellen. Ja. Wie war denn das mit dem Kerl? Also das war sehr schön mit dem Kerl, einfach auch aus dem Grund, weil der Kerl nicht so war wie andere Kerle. Ja. Also ich meine, ich bin halt eine sehr sinnliche Frau, ja. Und ich stehe auch auf sinnliche Männer und es ist einfach so, das, was ich jetzt zum Beispiel bei einer Frau auch machen konnte, das konnte ich bei dem Mann auch machen. Ich konnte mich zum Beispiel auch masturbieren. Ja. Ich habe Sex mit dem gehabt, ich habe mich masturbiert. Ja. Das war alles kein Problem. Und das Schöne war, dass ich halt noch so, ja, so ein Frischling immer noch so bin, so würde ich mich bezeichnen. Ja. Nicht? Weil ich meine, mit 25 Jahren normalerweise andere Leute haben da wahrscheinlich schon einige Männer kennengelernt, aber bei mir war das einfach so, dass ich, weiß ich nicht, dass ich halt ganz sinnlich war und dass ich ganz anders, glaube ich, auch mit ihm umgegangen ja. bin. Und ich muss sagen, er war 15 Jahre älter und er hat wirklich gesagt, Sarah, so einen Sex habe ich bis jetzt mit keiner Frau gehabt. War er denn ein hundertprozentiger Hetero-Mann? Ja, hundertprozentig. Ja. Ich dachte, es wäre auch vielleicht so ein Halbschwuler gewesen oder Bisexueller, dass sich das dann eher angenähert hat. Nein, es war ein heterosexueller Mann. Es war ein heterosexueller Mann. Der dich in die Welt der Heterosexualität eingeführt ja. hat. Ja. Das war auch ganz komisch. Und du hattest wirklich bisher nur Erfahrung mit Frauen? Ja. Also eine richtige Lesbe, eine ja. Kampflesbe. Wenn du ja, kann, also ich meine, okay, ich habe eine ganz schlechte Erfahrung als Kind gemacht, aber das kann man nicht bezeichnen. Aber doch Kampflesbe, würde ich sagen. Ja? Ja, ich war halt nur in der Szene drin, ja, das war ganz normal, Sarah lesbisch und dann auf einmal, ja, melde ich mich auf einmal bei keinen Lesben mehr und frage dann, was ist mit dir los, Sarah? Bist du denn verliebt in den Mann? Nicht mehr so. Also wir sind jetzt auch auseinander, muss ich sagen. Also es gab schon einen etwas längeren ja, andauernden Kontakt? Ja, 4 Monate. Vier Monate. Und dann jetzt seitdem gucke ich auch Männer an. Ja. Und das ja, ist ganz dann schlummerte diese Ader in dir, wie in manch anderen Leuten die andere Ader schlummert und die Leute sich das nicht trauen und du hast das gar nicht für möglich gehalten, weil du so lesbisch sozialisiert worden bist wahrscheinlich. Ja. War es denn für dich am Anfang auch richtig geil? Oder? Ja, das war schon geil. Doch, also als ich auf einmal neben ihm aufgestanden bin und das war halt auch alles sehr neu. Also ich meine, weißt du, nicht. Wenn man immer nur Frauen geküsst hat, ist es doch ganz seltsam, plötzlich einen Kerl zu küssen. Ja, das ist wirklich seltsam. Weil ich muss auch sagen, bei der Frau ist das einfach sinnlicher ja. und bei einem Mann ist das so wild animalischer. Ja. So habe ich so das Gefühl. Ja. Und ich habe dann auch erstmal gedacht, also jetzt warte mal, also du musst mich hier nicht aufessen und so und sei mal ganz sinnlich und ganz locker und so. Aber das ist schon was anderes. Und wie du gerade so schön sagtest, wenn man wirklich so sozialisiert wird, so weißt, als Lesbe, ja. du hast wirklich auch hinterher echt Probleme, dann irgendwo dann akzeptiert zu werden, weil du hast dann deinen lesbischen Bekanntenkreis damit schon weggenockt, weil die natürlich war Lesbe auf einmal, warte, hetero, was haben wir mit der so ungefähr? Das wollte ich dich gerade auch fragen. Ganz schwer. Ja, die also ich sag mal, von Beruf lesbischen Frauen, die 150-prozentigen, die waren doch völlig entsetzt wahrscheinlich, als sie das gehört haben.
Ja, ich meine, ich muss auch sagen, ich bin da ein bisschen feig. Also ich habe es einigen gar nicht gesagt, aber die, die es wissen, die waren schon, die haben natürlich gesagt, nein, wir sind ganz offen und so. Ja. Aber die Tür, die ist zu. Also wenn die, das ist ganz komisch, wenn du die Tür da einmal aufgemacht hast und sagst, so, ich habe gestern was mit einem Mann gehabt, dann bist du irgendwie unten durch, die letzte, die unterste Schublade. Ist das wahr? So dogmatisch geht's immer noch zu. Ja, ich dachte ja gerade so bei euch jüngeren Frauen in der Lesben-Szene, dass das da alles schon lockerer ist. Also in meiner Generation glaube ich das schon, dass es da noch viel dogmatischer zugeht. Nein, weil dann, weil das ist ja auch so, dass die Männer, ich meine, ich war auch nie so eine Kampflesbe, weißt du, die so rausgegangen ist und gesagt hat, so, ich bin Lesbe, weil ich meine, im Prinzip ist mir das auch scheißegal, ob ich nur Lesbe oder Bi oder Hetero bin. Aber was ist, was sehr, sehr auffällig, denke ich, in der Szene ist, ist wirklich, wenn du, dass diese Männer so in das negative Licht geschoben werden, weißt du? Ich meine, Mann ist nur ein Mann und wenn ich dann halt mal nicht auf einen Mann stehe, auf eine Frau, ist das auch okay. Aber ich habe nie irgendwie gedacht, ich hasse Männer, Männer sind scheiße oder so eine, so eine Einstellung hatte ich nie. Da war ich noch, glaube ich, ein bisschen mehr Femme. So, jetzt bist du eine Wandlerin in beiden Welten. Ja. Also du guckst den Jungs hinterher und auch den Frauen, nach wie vor. Die Frauen aber auch nach wie vor. Ja. Ja. Bist du im Moment solo? Ja. Ja, und hast ab und zu Sex oder eine sexfreie Zeit zurzeit? Zurzeit sexfrei, aber das kommt wieder was. Ja. In beiden Richtungen. Also, wenn du jetzt, ich meine, das ist sehr schwer, das so prozentual zu sagen, wie viel Prozent zu Frauen, wie viel Prozent zu Männern? Also, ich glaube, 60%. Oh Gott, das ist eine schwere Frage. Also, wenn du mich jetzt vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich jetzt 100% zu Frauen. Aber ist ich denke klar. So zum Mann und 40% zu einer Frau. Ah ja, ach so sehr hat es sich jetzt rumgedreht. Ja. Also mehr zu Männern als dann zu Frauen. Ja. Ja. Der Mann, mit dem du das Sex hattest, der wusste, dass du vorher nur lesbische Erfahrungen hattest. Ja. Das war für ihn wahrscheinlich dann reizvoll. So funktionieren wir. Also ich meine, ich muss sagen, der fand das auch noch sehr, sehr schlimm. Also der fand es eigentlich nicht schlimm, dass ich lesbische Erfahrungen gemacht habe. Nein. Also im Gegenteil, der fand das wirklich geil. Ja. Oh, geil, ich möchte mal zwei Frauen zugucken und so. Ja, und das ja, ist klar. So geil, ja, ja. Weil da gibt's da, so weiß ich nicht, aber ich denke, der fand das reizvoll auch, weil er das überhaupt noch nicht, er auch nicht sehr oft Sex jetzt hatte, aber er einfach gesagt hat, so, ich finde das gut, mal mit einer Frau zu schlafen, die vorher keine Erfahrung gemacht hat. Ja klar, natürlich findet man das toll, klar. Und mit dem Hintergrund ist das natürlich unter Umständen dann noch reizvoller. Ja. Unsere Sarah, wirklich eine scharfe Braut, ne? Passt genau in die Sendung rein. Ja. Macht mit 25 ein Coming-out durch zur Teilhete, ne? Kann man das ist ganz schwer in der Gesellschaft, ne? Weil du ja immer sagst, so, alles ist so offen und so. Ja. Das ist gar nicht so. Das ist, wenn du einmal wirklich sagst, wenn du einmal im Kästchen drin hängst, dann egal in welchem Kästchen, dann bist du in dem Kästchen. Ja, dann bist du immer wehe, dann kommst du da nicht mehr raus. Nee, und wehe, du guckst raus, dann sind klar alle die auch in einem Kästchen sitzen, rumpfen die Nase, ne? Aber so ist es. Aber da muss man halt gegen angehen und sein eigenes Leben führen und es sich gut gehen lassen. Ja. Sarah, schön, dass du angerufen hast. Hat mich gefreut. Alles Liebe, alles Gute. Ich wünsche dir auch alles Liebe und alles Gute. Dankeschön, tschüss. Bekomme ich ein Autogramm von dir? Ja, dann legst du bitte auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift, okay? Okay, dankeschön. Okay, tschüss. Tschüss. So, jetzt bin ich verbunden mit Maggie, 27 Jahre, und mit Daniel, 25 Jahre. Stimmt das? Jo. Zwei Leute auf einmal, das ist ja wieder eine mega technische Leistung hier bei uns. Maggie, 27. Genau. Eine scharfe Braut? Auf jeden Fall. Sagt Daniel, 25. Was sagt Daniel denn über Maggie? Hammerfrau. Jo. Und umgekehrt, was sagt Maggie über Daniel? Auf jeden Fall. Also zuvor war ich ja ein Luder, habe nichts anbrennen lassen und ja, durch ihn bin ich sesshaft geworden und er ist der Schärfste, den ich mir krallen konnte. Beschreib ihn mir doch mal ein bisschen, damit ich das nachvollziehen kann, dass er so ein geiler Typ ist. Ich weiß nicht, wie Brad Pitt, nee, wie heißt er doch, Dani, ne? Brad Pitt gibt's. Genau, nur halt ein bisschen fülliger. Haare und stehend, jetzt hat er ein bisschen länger. Ja. Wunderschöne blaue Augen, volle Lippen. Wow. Und super männliche, große Hände. Oh. Ja, und Beine. Da hat richtige Sportlerbeine. Er hat Handball gespielt, da hat einen Knackarsch, da hat wunderbare, muskulöse Beine. Oh. Hört mal gerne, Daniel, ne? Auf jeden Fall, das geht runter auf die Höhe. Mann, wie lange seid ihr denn zusammen, ihr beiden? 3 Jahre. 3 Jahre schon? Genau. Und dann immer noch so eine euphorische Äußerung. Das ist ja schon ganz toll. Ja. Jetzt beschreib uns doch mal die Maggie. Sie sieht sehr südländisch aus. Mhm. Nein, nicht südländisch, sondern mehr so südamerikanisch. Ja. Man könnte fast sagen, so aus Peru. Ja. Kommt aber eigentlich aus Oberschlesien. Ah. Hat ein wunderbar bezauberndes Lächeln. Ja. Und der Rest des Körpers, das wird jetzt zu sehr ins Detail gehen, aber
da wird mir auch total der Sabber am Mund rauf runterlaufen. Also ihr fahrt völlig aufeinander ab, erotisch, sexuell. Ja. Aber auch geistig. Aber auch geistig, ja. Ich war jetzt erstmal bei dem Äußerlichen. Bleiben wir noch ein bisschen bei dem Äußerlichen. Nach 3 Jahren irgendwo so ein bisschen eine Routine in der Sexualität, eine vielleicht ein bisschen Abnutzungserscheinung oder immer noch genauso scharf und toll wie am Anfang? Ja gut, man kann ja nicht jeden Tag ein 7-Gänge-Menü essen. Nee. Ne? Ja. Und natürlich gibt es zwischendurch auch die normalen Zeiten und es gibt dann natürlich auch wieder ja die hammermäßigen Gerichte oder 7-Gänge-Menü. Ja. Also wir sind auch gerne spontan und ja, es ist irgendwie ja wie noch, ja, wie am Anfang einfach. Würdest, man hat Lust aufeinander, man ist spontan. Ja. Und ja. Würdest du es genauso sehen, Daniel? Definitiv, deswegen habe ich auch nichts gesagt. Wenn das zwei so gut aussehende Leute sind, so wie ihr das jetzt seid, wie ihr euch beschrieben habt, seid ihr euch absolut treu? Ja. Definitiv. Definitiv. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Genau. Also nicht mal irgendwie, dass es dann nochmal unter den Fingernägeln irgendwie britzelt, Daniel, wenn ich eine andere Frau? Gar nicht, überhaupt nicht. Und bei mir ist es auch so, also ich habe früher, wie gesagt, war ich ein Luder und oh, ja, und dadurch, dass ich auch noch auf Frauen stehe. Auch noch? Genau, und zusammen habe ich zur gleichen Zeit Daniel kennengelernt und auch eine Frau. Und für mich war das dann so eine Entscheidung, in welche Richtung gehe ich denn jetzt? Mhm. Ne? Und ja, habe mich dann für ihn entschieden und worüber ich einfach unheimlich glücklich bin. Ja. Und ich habe noch nie in meinem Leben so ein wunderbares Bauch- und Brustgefühl wie für diesen Menschen empfunden. Ja. Dass, ja, du brauchst gar keine Gelüste auf Frauen oder auf andere Männer. Das ist einfach vollkommen. Das wollte ich gerade fragen. Du hast dich für ihn entschieden, genau. Aber so diese bisexuelle Ader hast du dann ja noch in dir. Ja, ja. Aber die spielt im Moment keine Rolle, weil du dich eben für Daniel entschieden hast. Genau, weil er ist für mich einfach, der verkörpert beides. Er ist unheimlich männlich, aber auf der anderen Seite ist er auch unheimlich weiblich in seiner Art. Ja. Na, und wie groß ist Daniel? Haben wir gerade gar nicht gefragt. Ich muss ihn mir genauer vorstellen, während ich so... 1,78 steht auf dem Perso. 1,78, ja. Du hast gerade gesagt, Maggie, dass du richtiges Luder vorher warst. Genau. Mit wie vielen Menschen, du bist 27 jetzt, hattest du, oder ja, fragen wir so, mit wie vielen Menschen hattest du, bis du Daniel kennengelernt hast, hattest du sexuellen Kontakt mal? Wie viele sind auf deiner Jagdliste? Also ich würde mal tippen, so um die 15. Ja, geht ja noch. Also für mich auf jeden Fall ja schon. Ja. Bei dir, Daniel, wie viel Frauen? Oh, waren gar nicht so viele. Waren nicht so viele? Nee. Also warst du eher auch früher der ruhigere Typ, auch bevor du deine Freundin... So würde ich es auch nicht sehen, aber es waren nicht so viele wie bei Leuten aus meinem Bekanntenkreis. Ja? Wie viel, sag mal. Ungefähr. Irgendwas zwischen 5 und 10 oder so. Ja, ja gut, das ist ja doch das ist sehr solide, würde ich sagen. Sehr solide. Aber das waren meistens so One-Night-Stand-Geschichten. Ja. Wie viele Beziehungen hattest du vorher schon? Wenn man das Beziehung nennen kann, eine. Eine. Wir haben eine sehr seltsame, das klingt sehr komisch, das klingt so sphärisch, als würdet ihr irgendwie vom anderen Stern anrufen, wenn du... Achso, nee, deine Regie hat uns auf 2 verschiedenen Telefonen angerufen. Ja, das kann sein, dass es daran irgendwie liegt. So, ihr beide klingt sehr, sehr begeistert voneinander und übereinander. Fester Entschluss, zusammen zu bleiben oder vielleicht auch irgendwann mal Kinder zu haben? Kinder... Wir haben Verlandschildkröten, das reicht. Was hat sie gesagt? 2 Landschildkröten haben wir. Cool. So, das reicht. Das sind Kröten, wie soll ich mir vorstellen? So Frösche, große Frösche? Nein, oder? 2 Landschildkröten. Ach, Landschildkröten, jetzt verstehe ich. Ja. Das sind unsere Kinder. Und wir haben ja zuvor in meiner kleinen Wohnung gewohnt und letztes Jahr sind wir in unsere erste gemeinsame große Wohnung gezogen. Mhm. Und das ist erstmal auch so unser Highlight. Ne? Also die Schildkröten reichen erstmal. Genau. Über Kinder kann man ja... Ist ja auch noch Zeit. Genau. Was macht ihr beiden vom Beruf? Ich bin Altenpflegerin. Ja. Und Daniel? Auch aus der gleichen Branche. Nee, Koch, er ist Koch. Ach, Koch, die Leitung kommt immer so ein bisschen später an. Also Koch. Ja, ihr beiden, dann genießt euer Glück, genießt eure schönen Körper, genießt, dass ihr euch so gut versteht. Dankeschön. Und kriegen wir auch noch ein Autogramm? Ja, da legt ihr bitte auch auf und wir rufen euch wieder zurück wegen der Anschrift. Ja. Okay, ihr beiden, tschüss. Tschüss.
So, Freunde und Freundinnen, unser Thema heute Nacht heißt scharfe Bräute, geile Typen. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die das so von sich sagen, die vielleicht auch schon sehr viel Rückmeldung bekommen haben, weil sie eben ein geiler Typ sind. Vielleicht habt ihr auch schon, weiß ich jetzt, als Model gearbeitet oder als Pornodarsteller oder kriegt jede Frau. Würde gerne mit Frauen sprechen, die naja, die geile Typen an ihrer Seite haben, so wie Maggie gerade, oder die auch ihre Erfahrungen, vielleicht auch nicht so gute Erfahrungen mit geilen Typen, mit Stechern gemacht haben. Also, Bräute und Typen, ich bitte anzurufen 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Jetzt haben wir wieder zwei Leute hier, und zwar den Dirk und Dirk und Freunde steht hier. Hallo Dirk. Hey, hallo Domian. Hi. Geile Sau, du. Na hör mal. Wie geht's, Domian? Ja, gut. Und selbst? Ja, alles prima hier. Du. Ich habe schöne, potente Grüße hier aus dem Rheinland erstmal. Ne? Dankeschön. Wie viele Leute sind bei dir? Also, wir sind gerade insgesamt zu zweit. Der Dritte im Bunde fehlt leider, weil der ist wieder am Stechen hier. Der ist am Stechen hier? Was heißt das? Genau. Der ist ja unterwegs, oder was? Ja, der musste seine Perle wieder ablassen. So. Und ja, muss halt wieder die Eier ein bisschen leer räumen. Ja. Bist du solo? Bitte? Bist du solo oder hast du auch eine... Ja, ich sag mal so, ich bin solo. Ich habe zurzeit jetzt keine Freundin, feste Freundin, aber ich habe sehr viele Kontakte hier zu anderen Freundinnen. Ach so, das heißt also mehrere Mädels so, aber keine feste Beziehung. Genau, richtig. Würdest du von dir sagen, dass du ein geiler Typ bist? Ja, ich bin auf jeden Fall kein Modeltyp, das heißt, ich bin kein 1,90 Meter oder so, ich bin jetzt ein 1,75 Meter Typ, aber ja, ich bin relativ charismatisch und sympathisch und sehr kreativ. So. In der Hinsicht habe ich also natürlich mehrere Wege, eine Frau auch anzusprechen. Wie machst du es? Erzähl mal, im Ernst, wie machst du es? Ja, also ich spiele selber persönlich auch Gitarre, zum Beispiel Flamenco mache ich sowas. Und Das kommt natürlich an, wenn ich auf jeden Fall. Oh, ja, hallo. Das habe ich gemerkt. Mhm. Also das habe ich vorher nicht bewusst gelernt jetzt. Mhm. Aus diesem, also es hat sich einfach so ergeben, und mit der Zeit habe ich gemerkt, dass es auch bei den älteren Frauen sehr ankommt. Ich bin selber 23 Jahre alt. Ja. Aber lerne auch zum Teil auch sehr, ja, ich sag mal, etwas ältere Damen kennen. Ja, wie weit gehst du nach oben? Wo ist die Schallgrenze für dich? Bis dahin oder nicht weiter? Alter, meinst du? Ja, von genau. Hm. Also das Älteste war bis jetzt 31. Ja, das geht ja auch noch. Ne? Ja, genau. Also ja, ich will jetzt nicht übertreiben, das ist, weil da merkt man schon den Unterschied auch jetzt von der Reife her. Ich bin ja ziemlich wild eigentlich. Und ja. Was machst du vom jobmäßig, vom Beruf? Ich bin Student. Du bist Student? Genau. Und was studierst du? Ich studiere Romanistik und Musikwissenschaften, aber jetzt frag mich nicht wo, sonst gebe ich mich zu erkennen. Romanistik und Musikwissenschaften, ist ja aber auch schön. Ich muss mal ganz kurz den Fernseher ein bisschen leiser machen. Ja, da ist aber noch jemand bei dir, ne? Hab ich gerade, hier lese ich ja gerade. Zorro. Zorro, das ist der Zorro, der berühmte Zorro. Der berühmte. Hörst du mich jetzt auch? Können wir auch reden? Ja, ich höre dich, Dom, ja. Du bist auch da. Wie alt bist du? Ich bin 24. 24. Beschreib du dich mal äußerlich, damit ich mir so ein kleines Bild machen kann. Also, ich bin 1,85 groß. Mhm. Bin 86 Kilo schwer, aber ich bin ein sehr athletischer Typ, weil ich früher Basketball gespielt habe. Ah ja. Also ich gehe auch dreimal zum Fitnesscenter. Ja. Und ja, ich bin so sehr ein spontaner Mensch. Ja. Ja, und offen halt eben und bereit für alles so. Und auch erfolgreich bei Frauen? Eigentlich sehr erfolgreich. Sehr. Ich wollte mal nur sagen, Domian, du bist echt ein cooler Typ so. Dankeschön. Ne, wir sehen echt gern zu, und wollte noch sagen, ich bin als Stecher geboren. Ich wurde, glaube ich, von meiner Mutter als Stecher geboren. Das sagt der Dirk jetzt, ne? Bitte? Das sagt der Dirk jetzt. Bitte? Nee, ich bin Zorro. Achso, ich habe die Stimme nicht auseinandergehalten. Du bist als Stecher geboren. Nee, ich bin als Stecher geboren. Stecher der Nation. Hast du eine feste Freundin im Moment? Ja, ich habe momentan eine feste Freundin, ja. Wie lange schon? Circa 8 Monate. Und bist du treu? Ich bin nicht treu, nein. Du bist nicht treu? Nein. Und weißt du das? So ein bisschen. Bisschen, das gibt aber dann immer irgendwie Stress, ne? Wenn nein, eigentlich nicht so. Am Anfang hatte sie ihre Probleme, aber sie weiß, dass man einen schönen Mann nicht für sich allein haben kann. Der Mann muss schon geteilt werden. Ja, der muss natürlich geteilt werden. Vor allen Dingen, ja, wenn es so ein Reißer ist wie du, das geht gar nicht. Ja, Domian, guck mal, auch noch jetzt mit 24, ne? Wenn ich das jetzt nicht erlebe, wann sonst? Ja. Ich kann das nicht alles mit 50 nachholen. Da bin ich vielleicht nicht mehr so potent wie jetzt. Wahrscheinlich nicht mehr. Nee, das lässt dann so ein bisschen nach im Laufe der Jahre. 8 Monate mit der Freundin zusammen. Wie viel Mädels so nebenher schon gehabt in den 8 Monaten? Ja, also ich sag mal so, ich habe durchschnittlich bis jetzt so, also ich habe das erste Mal mit 13 Jahren Sex gehabt, ja? Ja.
So, und seitdem so permanent noch. Ich glaube, ich habe bis jetzt, ohne zu übertreiben, so bestimmt mit 80 Frauen Sex gehabt. So. Ja, kann ich mir fast vorstellen, wenn ich dich so höre, kann ich mir denken. Ich meinte jetzt aber so während der Zeit, während du jetzt mit deiner letzten Freundin... Ach so, mit der so, ja, ich glaube, ich habe die so bis jetzt so, ich war der so 8-9 Mal untreu gewesen. Echt? 8-9 Mal schon? Das ist aber ein Hammer, du. Wenn die das aber richtig erfährt, ist wahrscheinlich aber Schluss mit lustig, ne? Naja, was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß, ne? Wahrscheinlich hört sie es heute zu, heute Nacht. Ja, sie weiß ja nicht, wer ich bin. Ich bin getarnt. Ja, du bist getarnt. Die Stimme ist natürlich auch ein bisschen verzerrt. Die haben wir jetzt verfremdet. Ja. Ah, nee, die Stimme nicht. Aber ich meine, kann ja auch jeder sein. Ja. Ist der Dirk auch noch da? Ja, absolut. Ja. Hör mal, Jürgen, ich habe ein Problem jetzt, ehrlich. Ja? Ja. Und also es ist ja auch so, dass man bei dir auch über Probleme reden kann. Ja. Und ich wollte schon vorher eigentlich bei dir anrufen. Und zwar ist es so, dass ich ja der geborene Stecher bin eigentlich. Aber ich habe mich vor gut einem Monat eigentlich in ein Mädel verliebt. Ja. Mhm. Und es geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf und seitdem bringe ich es einfach nicht, also wirklich mal einen Ständer zu bekommen. Ja, bei einer anderen Frau. Und das ich bin glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Das glaubst du mir nicht. Nein, so wie du es gerade beschrieben hast, wie du drauf bist, glaube ich dir nicht. Doch, also ich bin ja sehr potent, ja, habe ich ja schon mal gesagt. Klar, ja. Aber ich habe leider das Problem, dass ich mich wirklich dermaßen in ein Mädel verliebt habe und ich stelle mir immer dieses Mädchen auch im Bett vor. Dann. Ja, und da funktioniert das nicht, wenn du dir die vorstellst. Ja, aber man wird ja irgendwann mit der Realität auch sehr konfrontiert, ne? Siehst du die denn nicht oft? Bitte? Siehst du die denn nicht oft? Hast du die noch nie? Ich habe sie jetzt einmal nur getroffen gehabt. Mhm. Vorher haben wir mal zusammen gearbeitet gehabt. Mhm. Und danach eigentlich habe ich sie nicht mehr gesehen. Und das ist jetzt so ein gebrochener Kontakt. Und ich fühle mich ehrlich gesagt der Scheiße, ja? Ja. Und ich habe irgendwie das Gefühl... Weil, also ich hab mir... Geh doch mal zu ihr und spiel dir einfach mit deiner Gitarre was vor. Oh, ich hab schon Sachen gemacht, Junge. Ich hab schon Sachen gemacht, Junge. Genau. Du bist so ein Typ, wie du so drauf bist. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass du ganz verrückte Sachen gemacht hast, um Frauen schon zu erobern. Du mir nicht. Dich sehe ich vor irgendeinem Fenster stehen mit der Gitarre und irgendein spanisches Liebeslied singen oder so. Kann das sein? Ja, unter anderem, absolut. Also ich mach schon ganz verrückte Sachen. Also der Freund von mir hier, der Zorro, das ist ja der Typ, der mich immer so ein bisschen ablenkt. Ja, ich hatte ja auch so eine ganz schwierige Phase in meinem Leben gehabt und der hat mich mal mitgenommen, einfach Frauen jetzt angemacht und wir haben zusammen auch einen Dreier gemacht und alles Mögliche. Wir haben ehrlich Sachen gemacht, also wir haben das immer ein bisschen perverser ausgedrückt, als es eigentlich hätte sein sollen vielleicht und ein bisschen extrem ausgeübt vielleicht. Ja. Aber das hat auch gut getan manchmal. Das kennt ja jeder von uns, dass man einfach mal ein bisschen animalischen Sex haben möchte. Natürlich, das muss jeder mal machen. Genau. Aber nochmal zurück zu deiner Perle, die du da so, in die du so verliebt bist. Mach doch mal eine ungewöhnliche Aktion. Also ich habe das Gefühl, dass man dann irgendwann nicht mehr ernst genommen wird. Ach was. Da stehen doch die Frauen drauf, das weißt du doch. Ja. Ich habe schon alles geschenkt. Also ich habe Rosen geschenkt. Ich habe sie schon ausgeführt in einem Restaurant und sowas kenne ich nicht von mir aus. Weil ich habe bis jetzt nur an meinen kleinen Freund gedacht und habe gedacht, okay, jetzt spritze ab, auf gut Deutsch gesagt, und dann ist gut, ja. Aber so ist das nicht. Ja. So ist das nicht. Wenn die Gefühle halt ein bisschen überhand gehen. Also das können wir sicher nicht jetzt vertiefen, wie du besser an die Frau rankommst. Aber ich bin ganz, ganz optimistisch, dass du das alleine auch hinkriegst, so wie du drauf bist oder wie ihr beide drauf seid. Ja, leider fehlt der Dritte im Bund, ehrlich. Also der hat sich wohl nochmal überlegt und treibt es nochmal im Auto. Der ist da haben wir ja richtig in ein Nest reingestochen bei euch. Aber ja, ich hoffe, der hört uns jetzt zu und ich sage ihm jetzt, der soll nicht so hart nochmal poppen. Wie heißt denn der Dritte mit Namen? Rocco. Rocco, na klar. Genau. Dirk, Zorro und Rocco. Domian, kann ich mich auch nochmal kurz zu Wort melden? Ja. Also Rocco deshalb, weil ich nenne mich Zorro und er Rocco, weil wir halt eben das Duo sind. Ja, wir haben gemeinsam... Den Dirk, den kennen wir halt eben nicht so lange, aber mit Rocco habe ich einiges erlebt und deshalb, ich habe auch Sex gehabt mit Maske und so, deshalb wohl mit so einem Umhang, darum wurde ich auch Zorro genannt von ihm, ja. Verstehe. Wir wollten das einfach mal ausüben und eigentlich wollen wir auch Pornodarsteller werden. Also, ist mir völlig klar. Jungs, es war sehr nett, mit euch gesprochen zu haben. Schön, dass ihr da wart. Domian. Grüße an den Dritten im Bunde. Ja, alles klar. An Rocco. Ich wollte nur noch ein Autogramm von mir. Ja, legt bitte auf, wir rufen zurück, okay? Ja, jo, tschü- auch bitte. Jo, ja, tschüss. Tschüss. Das war Dirk und Zorro. Zu unserem Thema scharfe Bräute und geile Typen. Wenn ihr euch auch angesprochen fühlt, ob ihr so drauf seid, dann ruft einfach bei mir an unter 0800 220 50. 50, hier ist Petra, 58 Jahre alt. Hallo Petra. Petra? Hallo. Juhu, hallo. Hallo Domian, grüß dich. Ja, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Petra, du hast dich zu dem Thema gemeldet. Ich habe mich zu dem Thema gemeldet, weil ich bin zwar schon 58 Jahre alt. Ja, das heißt ja nichts. Genau, das heißt auch nichts. Genau. Ich bin sozusagen ein Spätentwickler. Aha. Seit 10 Jahren habe ich Sex
Da kann man in jungen Jahren eigentlich nur von träumen. Seit 10 Jahren? Ja, seit 10 Jahren. In jungen Jahren hatte ich das halt nicht. Ich habe sehr früh geheiratet. Ja. Und bin sehr konservativ erzogen auch. Ja. Und ich sage mal, durch die Vorwürfe meines Mannes, der immer sagte, du bist so prüde und es liegt an deiner Erziehung, habe ich einfach mal während meiner Ehe schon ausprobieren wollen, ob das wirklich an mir liegt. Mhm. Ne? Und war gar nicht so. Also da habe ich die erste Erfahrung gemacht, dass das mit anderen Männern ganz toll war. Das habe ich gerade kurz, ich hatte einen kleinen Störer auf dem Kopfhörer. Diese Erfahrung, die du gemacht hast, warst du dann noch in der Ehe drin vor 10 Jahren? Du warst noch in der Ehe drin. Das heißt, du bist irgendwo, hast irgendjemanden kennengelernt und hast es mal ausprobiert. Mhm. Ja. Und diese 10 Jahre, die letzten 10 Jahre, hast du jetzt einen festen Partner oder wechselnde Partner? Also ich bin seit 10 Jahren ja von meinem Ex-Mann geschieden. Es kam also alleine. Es kam dann zur Trennung damals? Ja. Ja. Dann kam es zur Trennung. Ja. Und ich habe einen festen Partner, ich habe einen festen Freund, sag ich mal. Einen festen Freund. Das muss ich aber in Anführungsstriche setzen. Der ist 17 Jahre jünger als ich. 17 Jahre jünger? Mhm. Ja. Aber der hat während unserer Bekanntschaft, Freundschaft auch geheiratet. Das hat aber auf unsere Beziehung überhaupt keinen Einfluss. Weiß denn seine Flamme das? Nein. Ist es denn bei euch eine reine Sexnummer, Geschichte? Also ich sage mal, Sex spielt eine große Rolle. Ja. Obwohl wir auch intellektuell sehr gut zusammenpassen. Also er ist ein intelligenter Mensch und wir haben auch andere Ebenen, auf der wir uns gut verstehen. Und du warst nicht eifersüchtig, als er dann geheiratet hat? Nein, komischerweise gar nicht. Ist ja völlig wurscht. Ihr habt da also eure Welt und die ist unberührt von der Heirat. Ja. Wie oft siehst du ihn? Ja, ich sag mal, das ist sehr unregelmäßig, weil ich habe ja außer ihn auch noch andere. Weil ich das... Du lebst das alles aus, was in den Jahrzehnten vorher unterdrückt worden ist. Ganz genau. Also ich gehe auch in Pornokinos zum Beispiel. Ja. Und in Swingerclubs. Lass es mich mir bitte vorstellen. Du gehst allein in Pornokinos. Das ist ja ungewöhnlich, da Frauen zu treffen. Das ist sehr ungewöhnlich. So, dann wanderst du da rein und guckst dir irgendeinen scharfen Pornofilm an. Und dann passiert da im Pornokino auch irgendwas? Ja, am Anfang, als ich das erste Mal da war, da habe ich gedacht, also da war ich ja mit meinem festen Freund sozusagen da. Ja. Wir waren das erste Mal zusammen da. Ja. Da haben wir noch gedacht, okay, Kino ist Kino, ne? Ja. Aber das ist überhaupt, für den Film interessiert sich kein Mensch, ne? Da läuft zwar ein Porno, aber ich sage mal, da treibt es jeder wie zu Hause, ne? So geht es dazu. So geht es dazu. Das heißt, ihr beiden Hübschen habt es dann auch da getrieben? Mhm. Im Porno-Kino. Aber was passiert, wenn du da alleine hingehst? Wenn ich alleine hingehe? Also ich sage mal, davor ist eine Bar angeschlossen oder was auch immer. Mhm. Da trinke ich dann schon mal etwas. Dann kannst du auch, wenn dir jemand sympathisch ist, da einen jungen Mann mitnehmen. Bei mir, wie gesagt, müssen ja alle jung sein. Ja. Und es muss auch eine gewisse Sympathie da sein, sag ich mal. Ich nehme jetzt nicht irgendwen da mit rein oder so. Ne? Ach so, dann nimmst du da jemanden mit in den Kinoraum rein? Ja, dann gibt läuft ja nur bestimmte Tage für Pärchen, sag ich mal. Und ich gehe auch immer nur dann dahin. Gehst du denn auch schon mal alleine in den Kinoraum? Ja. Und was passiert dann, wenn du alleine da drin sitzt? Wenn ich alleine drin sitze, also man sitzt nicht lange alleine da. Ach so. Da sitzt dann gleich ein paar Jungs sitzen daneben dir und haben ihren Spaß. Ja, genau. Solltet ihr gerade zufällig eingeschaltet haben, die Petra, mit der ich spreche, ist 58 Jahre alt. Sie wirkt total jung und vital, also umso toller, dass das alles so läuft. Ja. Also, du gehst ins Pornokino. Du hast mehrere Sexpartner zurzeit. Genau. Du gehst auch in einen Swingerclub. Ja. Wie viel Mal Sex in der Woche hast du? Viermal mindestens. Viermal. Ja. Hast du, und das Ganze gilt jetzt erst, sage ich mal, in Anbetracht deines Alters, seit 10 Jahren so. Seit ich von meinem Mann geschieden bin. Mhm. Hattest du vorher überhaupt nie eine erfüllte Sexualität oder nur ganz selten? Ganz selten. Ich sage mal, wir haben ja sehr jung geheiratet und das war so Ende der 60er Jahre. Damals war es ja so modern, in Anführungsstrichen, Partnertauschgeschichten, diese Hippie-Zeit. Und das habe ich zwar mitgemacht, aber ich habe es mitgemacht, weil mein Mann es wollte. Mhm. Und ihm zuliebe habe ich es mitgemacht, aber es hat mir keinen Spaß gebracht. In welchem Alter hattest du deinen ersten Orgasmus?
den hatte ich eigentlich immer. Den hattest du doch schon auch früher. Ja, den hatte ich auch früher. Und ich denke auch, das hat auch nichts mit dem Kopf zu tun. Der kommt einfach. Das hat die Natur so eingerichtet, glaube ich. Sagst du. Ich habe schon mit Frauen hier gesprochen, die da sehr große Probleme haben. Ach so. Ja, aber, da habe ich überhaupt keine Probleme. Ja, ja. Habt ihr Kinder? Ja, ich habe eine erwachsene Tochter. Weiß die von dem wilden Leben der Mama Petra? Also ich sage mal, wenn mein Freund kommt, wir gucken ja auch hier gemeinsam Pornofilme und so, das weiß sie sicher. Und sie kennt ihn auch. Ja, wie alt ist sie? Meine Tochter ist 35. 35? Mhm. Ja, stattliches Alter schon. Ja, genau. Ja. Und sie nimmt das so hin? Ja, sie toleriert, also wir haben auch eine sehr offene Beziehung, sag ich mal. Vielleicht ist die Mama wilder in Sachen Sex als die Tochter, kann das sein? Also das möchte ich heute ja so behaupten. Das möchtest du. Obwohl ich kenne jetzt nicht genau das Intimleben meiner Tochter. Ja. Aber würde ich mal so einschätzen. Hast du das Gefühl, nun treibst du schon so heftig seit 10 Jahren. Mhm. Hast du das Gefühl, dass es dann jetzt doch so ein bisschen nachlässt? Oder bist du noch voll in Saft und Kraft? Nee, ich bin noch voll in Saft und Kraft. Volle Kanne da. Ich weiß nicht, wann das nachlässt. Weil manche haben ja Probleme und sagen mal, die Libido lässt nach. Ich glaube, das ist bei jedem Menschen verschieden. Das hängt von der Biografie ab und von den Lebensumständen. Ja, glaube ich auch. Ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, bei denen das erst so in deinem Alter erst richtig erwacht ist. Mhm. So spät? Ja, und dann gibt es auch wieder Leute, die sagen so ab 50 oder so, ach nö, lass mich damit in Ruhe, ich habe da keine Lust mehr drauf. Also das kann man, glaube ich, gar nicht so verallgemeinern. Jetzt sind wir gerade dabei, also wir überlegen momentan, was wir noch nicht ausprobiert haben, ist so eine Gangbang-Party. Das haben wir noch nicht ausprobiert, würden wir aber gerne mal machen wollen. Also wir müssen es mal für die unbescholtenen Menschen übersetzen. Ne? Gangbang bedeutet ja, ist eine Frau und die lässt sich von vielen bis zu 20 Männern oder noch mehr verwöhnen. Genau. Eine sehr krasse Form der Sexualität, aber das gibt es halt und wenn alle daran Spaß haben, ist es ja auch in Ordnung. Du hättest daran Spaß. Mit Sicherheit. Ja. Mein Problem ist nur, also diese Männer, die muss ich mir aussuchen können, das heißt, sie müssen jünger sein als ich und es muss eine gewisse Sympathie da sein. Ja. Und das lässt sich doch arrangieren irgendwie. Ja, da überlegen wir gerade. Ein gewisser organisatorischer Aufwand, aber die Jungs müssen jünger sein. Die dürfen auf keinen Fall in deinem Alter sein. Nein, auf keinen Fall. Die müssen am besten so unter 40 sein, oder? Ja, so aber knapp unter 40. Knapp also irgendwo ist ja eine Grenze. Also ganz junges Gemüse auch nicht. Nein, die dürfen auch nicht jünger sein als meine Tochter. Kommt mir ja schon komisch. Ja. wie könntest du es dir optimal vorstellen, eine Gangbang-Party? Wie viele Männer hättest du gerne um dich? Also ich sag mal so für den Anfang vielleicht so 10. 10, das ist ja schon heftig. Möchtest du, dass die Männer, also jetzt reden wir ja ganz offen, wir sind ja in tiefer Nacht und können das ja tun. Ja. Möchtest du, dass die Männer nacheinander ihren Spaß mit dir haben oder möchtest du, dass alle 10 Männer sich wie eine Traube um dich herum scharen? Genau so möchtest du. Ja, genau. Ja. Ja, ich meine, wenn man, ich denke mich jetzt gerade in die Frau, in dich jetzt hinein. Mhm. Und wenn man so drauf ist, ist das vielleicht wirklich der Inbegriff der spektakulären Leidenschaft, ne? So, ja, ich war letztens auf einer Party eingeladen und da ergab es sich aufgrund von leckerem Champagner, dass ich mit 2 Männern zum Schluss über war. Und dann ergab es sich so zufällig, dass mir auch beide so sympathisch waren. Ja. Und das war so eine tolle Erfahrung. Also nicht geplant, ne? Es ergab sich jetzt einfach aus der Situation raus. Und das war dann ein knallharter Dreier. Das war so toll, ja, genau. Ja, ja. Das war wirklich klasse. Du hast mit Sicherheit Freundinnen in deinem Alter und Bekannte. Ja. Wissen die, wie du drauf bist? Nein. Gottes Willen. Das wird mir gar keiner zutrauen. Du wirkst nach außen so im normalen Leben als ganz brave Frau. Ja. Bist du berufstätig? Ja. Ja. Was machst du beruflich? Also ich arbeite in einem großen Immobilienunternehmen. Ach so, ganz seriös. Ja. Ganz seriös. Dann berätst du schon mal die jungen Männer über vielleicht den Bau eines Hauses. Und im Hinterkopf gehen dann ganz andere Gedanken. Und stellst dir den Typ nackt vor und was man mit dem machen? Das habe ich schon mal gemacht, ja. Dann habe ich mir schon mal die Männer so vorgestellt. Vor allen Dingen, wenn das solche Angebertypen sind, ne? So nach dem Motto, was kostet die Welt? Ja. Da denke ich, Junge, wenn du die Hose aushast, siehst du genauso aus wie die anderen, ne? So muss man sich das demnächst mal vorstellen, wenn man mit Immobilienmenschen spricht. Ne? Wenn die dann über irgendwelche Zinsen und Darlehen sprechen, dann denken die im Prinzip an was ganz anderes. Ja, so ist die Welt. Die Welt ist dreckig. Aber wie? Aber hallo. Ja, genau. Weißt, ist denn niemand eingeweiht von deinem näheren Frauenumfeld? Nein. Also meine beste Freundin ist eigentlich das Gegenteil von mir. Die ist also wirklich eher prüde veranlagt. Mhm. Ich habe mal versucht,
so anzudeuten, ja, dass ich zum Beispiel ins Pornokino fahre. Ne? Ja, aber das ist aber auch schon heftig. Wenn du das einer vornehmen älteren Dame sagst, die fällt natürlich wirklich vom Hocker. Ne? Also. Die wusste, die hat gedacht, ich erzähle von ganz jemand anderem. Ja, ja, ja. Und du hast halt gedacht, nee, kannst du nicht, kannst du nicht sagen. Ich kenne keine Frau, Petra, die ins Pornokino geht. Echt nicht? Na, ich kenne keine Frau. Mhm. Ich habe auch noch nie eine kennengelernt in meinem privaten Umfeld, die das tut. Du bist jetzt die Erste, die ich jetzt zumindest akustisch hier in der Sendung kenne. Aber in meinem privaten Umfeld kenne ich keine Frau, die sowas tut. Also am Anfang war ich ja mit meinem Freund zusammen da. Wir hatten auch erst eine gewisse Schwellenangst. Die hat man ja, wenn man irgendwas nicht kennt. Ja. Aber soll ich dir sagen, je öfter man hingeht, das wird so normal irgendwann. Ja, ja, ja. Das hat nichts Fremdes mehr. Ja, ne? Ja, 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 das ja, ist dann einfach so. Und wenn man sich mit anderen Leuten drüber unterhält, für die sind das Welten, die wissen ja dann gar nicht, wovon wir sprechen. Ja, 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 ja. Also ich habe früher, war ich auch mal in solchen Kinos, ich habe das nicht mehr gemacht, seitdem ich im Fernsehen arbeite, weil das geht nicht, dann kommt man da rein und der Domian, und das geht ja nicht. Also insofern finde ich das schon sehr, sehr ungewöhnlich, wenn da eine Frau, also damals waren keine Frauen da, als ich mir das angeguckt habe und daher fand ich das gerade interessant, wie du es erzählt hast. Weißt du, was mir da auffällt? Da sind ganz viele Ältere. Ja, ja, klar. Also das hat mich total überrascht. Ja, ne? Ja, ja, also ich hätte junge Leute erwartet, aber nicht in meinem Alter und das sind wirklich viele. Ne? Ja, ja. Also mit der Petra könnte ich eine ganze Stunde reden, merke ich schon. Die scharfe Braut Petra war das. 58 genau. Jahre alt, hat mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben, Petra. Ja, hat mich auch gefreut. Genieß das Leben, alles Gute weiterhin. Mach ich. Ja. Tschüss. Dankeschön, tschüss. So, meine Lieben, an dieser Stelle eine kurze Unterbrechung mit dem Hinweis auf unser Thema am Donnerstag. Am Donnerstag haben wir ein bisschen ernsteres Thema, aber das sage ich euch ja schon mal. Das Thema heißt Geschwisterliebe und Geschwisterhass. Näheres über dieses Thema oder überhaupt unsere Themen könnt ihr auch nachlesen unter www.domian.de. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag Geschwisterliebe und Geschwisterhass. Heute aber scharfe Bräute, geile Typen. Und hier ist Stefan und Stefan ist 22. Hallo Stefan. Ja, hallo Domian. Ja, hallo. Die Stimme sagt mir auch schon, Mann, ich bin ein toller Typ. Das ist richtig, Domian, ja. Der Stefan. Der Stefan ist ein Stecher. Ja, und das möchte ich zwar nicht unbedingt von mir behaupten, aber ich habe einen Beruf ausgeübt und zwar war ich Animateur. Ah ja. Ja, und das ist, kann ich dir nur sagen, das ist wirklich ein Job, wo dieses Klischee stimmt. Ah, ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Diese Animateure sind ja, in der Regel sehen die auch gut aus. Ja, das möchte ich auch von mir behaupten, weil ich war Sportanimateur und dementsprechend also bin ich auch gut gebaut. Also ein bisschen muskulös, möchte ich auch sagen. Ja, 1,90 groß. Ja, natürlich, nicht schlecht. Ja. Und schlank. Schlank auch. Ja. Was heißt Sportanimateur? Also nicht bei so Ferienveranstaltungen, warst du nicht oder doch? Bei so Nein, ich war in einem Club. In einem Club und hast mit den Leuten, also auf einem so Reiseclub, dann so Sportgeschichten gemacht. Genau, so Sportgeschichten, genau, habe ich gemacht mit den Mountainbike-Tours, Bogenschießen und so Aquagymnastik halt und solche Geschichten halt, ne? Aber euch fliegen doch wahrscheinlich die Frauen nur so zu, die dann vielleicht auch alleine unterwegs sind, oder? So, pass auf, jetzt wird's richtig kompliziert. Du, pass auf, also ich war in einem Familienclub, sag mal. Ja. So, pass auf, dann musst du dir das so vorstellen, da kommen die Frauen dann mit ihren Männern und ihren kleinen Kindern hin. Ja. Und dann kann es passieren, dass die Männer dann halt mal sozusagen Kinderdienst haben und dann sitzen die Frauen halt mit den Animateuren dann abends an der Bar und dann gehen die Frauen halt abends dann sozusagen später zu ihrem Männerdienst zurück. Ja, sitzen denn die Frauen dann mit den Animateuren nur an der Bar? Nein. Nein, das geht dann schon also ein bisschen weiter auch. Also die braven Hausfrauen und Mütter, die vergnügen sich dann mal ein bisschen mit den Animateuren. Das, genau. Das kann durchaus vorkommen. Das kann auf jeden Fall vorkommen. Hast du dich auch oft darauf eingelassen? Also ich möchte von mir behaupten, dass sozusagen alle zwei Wochen eine neue Frau dann da war. Also, wie lange hast du den Job gemacht? Den Job habe ich 7 Monate gemacht. 7 Monate? Ja. Zurzeit nicht mehr? Nein, zurzeit nicht mehr. Was machst du zurzeit? Zurzeit bin ich in der Tourismusbranche auch wieder tätig. Ach so, also weiterhin so ein also gutes Multiplikationsfeld. Ja, genau. Ja. Wie ist denn das so? Hat man da vielleicht auch so eine leise Verachtung für die Frauen? Ich meine, du bist 7 Monate in einem Hotel und bist sozusagen alleine und da willst du auch ein bisschen deinen Spaß haben und du brauchst da nicht großartig rausgehen. Du brauchst eigentlich im Prinzip da nur als Animateur mit dem Finger zu schnipsen und dann kannst du die mit aufs Zimmer nehmen. So ist ich das. Ich kann mir vorstellen, wenn da eine neue Gruppe kommt, dass man dann schon ganz schnell abscannt, welche eventuell in Frage kommt, welche so aussieht, als würde sie wollen und so weiter.
Genau, das kannst du im Prinzip auch schon abscannen, ja. Ja. Gab es auch mal eine, die du hättest haben wollen, die du aber nicht bekommen hast? Oh, gute Frage. Würde ich nicht sagen, nein. Würde ich von mir auch nicht behaupten, nein. Es kommt auch immer drauf an, was du für Wörter. Also du musst halt dann länger auf sie eingehen und musst sie halt erzählen, es erfährt halt keiner, wenn du sie haben willst. Und, und du siehst halt wirklich auch die Frauen dann nie wieder. Ist es denn mal zu einer Komplikation gekommen, dass dann die Ehemänner das doch mitbekommen haben und dass es irgendwelche Probleme, Eskalationen gab? Nein, aber es ist für mich halt einmal ein komisches Gefühl gewesen sozusagen. Ich war den Tag davor war ich mit der Frau sozusagen etwas intim. Und am nächsten Tag hat mir der Mann dann an der Bar dann bis spät in die Nacht haben wir sozusagen die Lichter ausgemacht in der Bar und hat er mir Trinks spendiert und hat mir von seiner Familie erzählt und dass er so glücklich ist und das war schon ein bisschen heikel für mich dann auch schon. Das ist heikel, da muss man dann spielen und hat dann doch irgendwie ein schlechtes Gewissen. Ne? Ja genau, also Gefühle hat man trotzdem auch mit dabei. Ja, ja. Also. Gab es auch ganz große Absonderlichkeiten, dass du heimlich von den Ehemännern mal angebaggert worden bist, von Männern? Also angebaggert möchte ich mal sagen, also wir hatten mal im Hotel, wir waren nicht nur immer Familien, also wir haben auch andere Gäste reingelassen, sage ich jetzt mal. Und da waren so drei junge Männer, also das waren so, ich möchte mal sagen, sie haben es nicht auf der Stirn stehen gehabt, aber die haben schon uns Sportanimateure besonders beobachtet, also wenn wir unsere Aktionen am Pool hatten oder sonstiges, haben die uns dann schon beobachtet und zwar das auch schon ein bisschen heikel, aber drauf angesprochen haben sie nicht. Ach so. Aber das war dann auch nicht, ist nichts passiert dann. Also nein. Also ich in der Hinsicht bin ich klar gepolt, möchte ich mal sagen. Ja. Nee, ich meine, passiert auch, dass die an dich herangetreten sind und du hättest dann irgendwie Nein sagen müssen oder so. So weit kam es gar nicht. Nein. Nee. Nein. Bist du denn im normalen Leben auch so ein erfolgreicher Typ bei Frauen? Ja, möchte ich mal auch sagen, ja. Ja. Hast du im Moment eine Beziehung? Ja, ich habe eine feste Beziehung, ja. Die habe ich aus dem Urlaub mitgenommen. Ach, aber die hast du da kennengelernt in dem Club? Ja, genau. Also es war sonst immer so, ja gut, die Frau Haken dran, wenn sie und die kam ausgerechnet im letzten Durchgang dann. Und das ist halt dann erstmal was Festes geworden. Und seitdem hänge ich sozusagen an ihr, aber ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis, dass ich jetzt sozusagen mein in der ganzen Welt rumstreuen muss. Ja. Also das habe ich im Prinzip davor gemacht und jetzt würde ich mal sagen, bin ich in geregelte Verhältnisse. Jetzt kommst du in das Alter mit 22, da wird man ruhiger schon und da hat man sich ausgetobt. Ja, und wenn man so eine Saison hinter sich hat, dann vor allen Dingen schon, ja. Ja, ja. Hat diese Frau auch eine Beziehung gehabt? War die solo, als sie in den Club gekommen ist? Ja, sie hat für mich eine Beziehung beendet, ja. Sie hat für dich eine Beziehung beendet? Ja. Das ist ja schon krass dann. Ja, ja, das gab auch richtig Stress mit dem Freund dann, weißt du? Ja. Weil er hat dann erfahren, dass ich Animateur war und das Klischee, was halt wirklich durch mich auch bestätigt ist, hat er dann halt wirklich raushängen lassen und so und es gab auch wirklich Stress. Also ich bedauere ja immer, dass ich euch mit all denen, mit denen ich hier allnächtig telefoniere, dass ich euch nicht sehen kann. Heute bedauere ich es besonders, weil ich mir natürlich dann gern noch eine persönliche Meinung gebildet hätte über das Äußere. Ich kann mir das aber bei allen, die jetzt angerufen haben, schon vorstellen, dass das ganz gut abgeht mit euch. Ja. Ja. Ich habe gerade schon ein paar Jungs gefragt oder andere Anrufer, wie viel Sexpartner hattest du schon, Partnerinnen hattest du schon in deinem Leben? Domian, also das ist jetzt eigentlich eine Frage. Also bei mir ist das so, ich führe da kein Buch drüber. Aber so grob weiß man das doch, oder? So grob. Oder sind es so viele, dass du es gar nicht mehr rekonstruieren kannst? Doch schon, aber ich würde mal grob sagen, also so in der Saison, also mit der Saison so über 30, 40. So in der über 30, 40, ja. Ja, genau. Ja. So, jetzt ist, wie gesagt, du bist erst 22 Jahre alt. Was sind so deine, gehen wir mal ein bisschen ernster, so in die Zukunft. Was sind deine Träume, deine Pläne, wie möchtest du mal, sagen wir mal so in 10, 15 Jahren, wie und wo möchtest du leben? Ja, also ich möchte auf jeden Fall häuslich werden jetzt langsam. Ja. Also das heißt wirklich langsam so anfangen Familie, also erstmal was Festeres dann. Ja, jetzt schon mit Familie, mit 22. Na, also was Festeres, erstmal eine festere Beziehung und dann irgendwann in näherer Zukunft dann halt in 8 Jahren ab 30 dann so Familie ins Auge fassen. Und dann irgendwann mit den Freunden sitzen und sagen, ah, damals, weißt du noch, was wir da gemacht haben? Ja, genau, so von den guten alten Zeiten erzählt. Ganz genau. Genau. Ja, Stefan, schön, dass du angerufen hast. Jo, ich bedanke mich. Alles Gute, tschüss. Jo, schönen Abend noch. Ja, danke, tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr gerne auch mit mir sprechen wollt zu unserem Thema scharfe Bräute, geile Typen, dann meldet euch oder mailt unter domian@wdr.de. Eine Frau ist hier und die Frau heißt Sonja und Sonja ist 39. Hallo. Hallo Sonja. Ja, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Liebe Sonja.
Eine scharfe Braut? Nein, ich bin zwei scharfe Bräute. Du bist zwei scharfe Bräute? Ja. Das erklärst du mir jetzt mal, ne? Das erkläre ich dir ganz genau. Ich bin einmal ich selber als scharfe Braut. Ja. Und zum Zweiten bin ich eine scharfe Telefonsexbraut. Aha. Also du bist im Privatleben aber auch eine. Ja. Ich bitte um die Beschreibung. Heute die obligatorische äußere Beschreibung. Größe, Haarfarbe und so weiter. Also ich bin 1,74. Aber du bist jetzt ehrlich, ne? Wir sind jetzt nicht im Telefonsex. Pass auf, ich bin 1,74. Ja. Lange schwarze Haare. Ja. Ich bin nicht sehr dünn, aber auch nicht dick. Sagst du uns das Gewicht? Ehrlich, also ist ja egal. Ich müsste so ungefähr bei 80 Kilo gerade liegen. Ja, das ist eine ehrliche Antwort, ja. Ja, habe also eine sehr gute Ausstrahlung wohl. Mhm. Ich zähle auf meine Augen, weil die turnen anscheinend viele an. Ja. Farbe? Grünblau. Grünblau. Mhm. Ah, das sind die Gefährlichen, die grünblaue Augen haben. Ja, ja. Das sind die scharfen Blicke, die von den grünblauen kommen. Das ist richtig. Ja. Warum bist du im Privatleben, abgesehen jetzt von den Äußerlichkeiten, eine scharfe Braut? Meine Art ist das vielleicht, denn ich lebe mein Sexualleben mittlerweile aus. Ja. Auch eine Spätzünderin? Nein, ich habe bis vor einem Jahr noch in einer Beziehung gelebt. Mhm. Ich war auch schon mal verheiratet. Mhm. Und da gab es überall nur Blümchensex. Und das ist nicht ein Ding? Nicht unbedingt. Nee, nicht mehr. Was? Das hat mich also absolut nie erfüllt wohl. Keine. Ich war da ziemlich unglücklich drin. Ja. Was ist denn jetzt dein Sex, den du magst? Das auszuleben, was mir in der Fantasie herkommt. Mhm. Oder was mir gerade einfällt, spontane Sachen, oder zu experimentieren. Wie weit gehen die Experimente? Gehen die in den SM-Bereich rein? Nein, in den Soft-SM würde ich sagen. Soft-SM. Ja. Mhm. Also mit Fesseln etc. pp. Ja. Ist schon okay, ne? Also nicht den langweiligen Blümchensex, alles nur kuschelig und 0815, sondern wenn dann auch ganz viele Sachen machen, ungewöhnliche Sachen machen, nicht die krassesten Sachen, nein, aber immer wieder neue Sachen. Hast du denn einen Sexpartner oder eine lose Beziehung im Moment? Eine lose Beziehung. Ja, ganz frisch noch, aber nicht von schlechten Eltern. Wie frisch ist die Beziehung? Die ist erst 3 Wochen. Ach, 3 Wochen erst. Und nicht von schlechten Eltern? Nicht von schlechten Eltern. Erzähl. Gut, erzähl uns den ganzen schmutzigen Kram, der schon passiert ist. Also es war, wir machten einen ganz gemütlichen Abend, DVD, und dann kam man sich so näher. Mhm. Und irgendwann landete man einen Raum weiter, das ist das Schlafzimmer. Mhm. Und dann halt dieses Ausprobieren, die nahmen Spielzeuge dazu, sprich Vibratoren aller Größen. Mhm. Ja, und wie gesagt, dieser Mann hat mir auch, ich habe sonst immer was gegeben, aber er gibt mir jetzt mal was. Das sagst du, du bist 39 Jahre und sagst, das ist zum ersten Mal, ist, dass ein Mann dir wirklich was gibt? Ja, das ist richtig. Ach, dann ist das ja eine ganz tolle Zeit jetzt im Moment. Du bist das frisch. Das ist die schönste Zeit bis jetzt meines Lebens. Wahnsinn, jetzt frisch verliebt und du sagst so. Na, verliebt bin ich nicht, also das. Ach, verliebt nicht, das ist. Nee. Könntest du dich denn in den verlieben? Könnte ich, wenn das zulassen würde. Ja, ist der in festen Händen? Nein. Nee, naja. Er ist beruflich sehr eingespannt. Aber kann ja vielleicht noch was werden, ne? Ich meine, 3 Wochen ist noch so frisch. Jetzt switchen wir mal eben in die andere Person rein. Du sagst, ich bin zwei scharfe Bräute, sagt Sonja. Sonja ist privat eine scharfe Braut. Ja. Und so wie sie jetzt gerade schon ja gesagt hat, sie ist eine Telefonsexfrau. Das ist richtig. Und machst die Männer an der anderen Seite rattenscharf. Das ist auch wahr. Ja. Und da, ich merke schon recht, die Stimme geht ja schon gleich in deine Profi-Stimme rüber, ne? Ja, die Sonja, die Telefon-Sex-Maus, sag ich mal. Ja, heißt die auch Sonja oder heißt die, hat die einen anderen Namen? Die hat einen anderen Namen. Darfst du den sagen? Möchtest du den sagen? Oder? Möchte ich bitte nicht sagen. Nee, dann sagen wir den nicht. Nee. Okay. Die ist 28, auch 1,74. Aber schlanker wahrscheinlich? Lange schwarze Haare, ja, Größe 38, 40. Ja, ist klar. Mhm. Oberweite 80 C. Ja. Gut, und richtig sportlich durchtrainierten Arsch. Ja. Und komplett rasiert. Komplett rasiert, ja. 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 Und absolut tabulos. Das ist mir auch völlig klar. Wie lange machst du? Also von Devote bis Dominanz, bis zum harten SM. Du kannst alle Register ziehen.
Ja. Wenn du das möchtest, kannst du das in der Fantasie mit den Burschen durchspielen. Richtig. Learning by doing, ne? Ja. Hast du Grenzen? Ja, du hast Grenzen. Ja. Ja. Das endet bei mir bei dem Thema Kindersex. Ja, natürlich. Darüber müssen wir gar nicht reden. Müssen wir gar nicht reden. Also ist die Grenze auch schon, wenn es zu krass so in den SM-Bereich, also wenn es jetzt so ein Dirty Talk vielleicht noch, aber... Dirty Talk ist ja noch harmlos. Nein, Dirty Talk ist harmlos, ja klar. Aber wenn es so wenn es dann vielleicht doch zu heftig wird oder... Es geht schon richtig hart zu sagen. Da geht es schon hart zu sagen. Mhm. Ja. So richtig mit Quälerei, Foltern und Sexsklave und... Alles in der Fantasie, alles am Telefon. Mhm. Ist richtig, ja. Wie lange machst du das schon? Etwas über ein halbes Jahr. Auch noch nicht so lange? Nein. Nicht so lange. Wie bist du denn da rangekommen? Das liest du in jeder Zeitung. Klar, das liest man in jeder Zeitung. Ich habe einen Nebenjob gesucht. Ja. Ich habe aber noch einen Hauptberuf und... Erzähl uns, was für einen Hauptberuf du machst. Das interessiert mich jetzt sehr. Die Richtung, wenn du es nicht genau sagen möchtest, wo die Richtung? In einem Büro. In einem Büro. Mhm. Also ein klassischer Beruf. Ein ganz, ganz normal 08. Und die im Büro würden vom Glauben abfallen, wenn die wüssten, was du sonst noch machst. Oder? Sag mal, es muss ja nicht jeder wissen. Nein, aber die wissen es nicht. Nein. Nein, natürlich nicht. Es gibt nur eine Handvoll Leute, gute Freunde, die das wissen. Ja, du hast es dann irgendwie in der Zeitung gelesen und hast dich da beworben. Muss man sich hier bewerben? Muss man was vorspielen da? Nein, eine richtige Einarbeitung gemacht. Also mit jemandem. Das heißt, ich habe bei Kolleginnen mitgehört. Ah ja. Und dann wirst du eines Tages dahingesetzt. Und dann ist man doch beim allerersten Mal sicher irre aufgeregt, ne? Wenn der erste Anrufer kommt. Es ging. Weil man baut ja irgendwo sein Privatleben mit ein. Gut, meins war bis dato noch nicht so erfüllt, aber man ist ja nicht ganz von gestern. Also man guckt ja auch schon mal Pornos oder sonstige. Ja, aber wenn du schon sagst, meins war noch nicht so sehr erfüllt und du hast selbst keine Erfahrungen in diesen ganz extremen Sachen, stelle ich mir das schon schwierig vor. Das kommt peu à peu dazu. Man sammelt da auch selber seine Erfahrungen. In der Regel, wie lange redest du mit den Männern? So ein Gespräch maximal 20 Minuten, meistens auch länger. Gibt es manchmal eine sexuelle Erregung bei dir auch? Ja. Doch, gibt's noch. Doch. Ich habe schon mit Telefonsexerinnen gesprochen, die haben gesagt, nee, ich bügel dabei. Schreibt mir den Aldi-Einkaufszettel oder so. Nee. Es ist ganz unterschiedlich. Es kommt auf den Gesprächspartner an. Wie viele Stunden? Man stellt sich den auch irgendwie vor, ne? Aber die Realität sieht doch dann anders aus. Ja. Aber wird man da nicht konfrontiert auch mit sehr unangenehmen Menschen bisweilen? Natürlich. Ja. Natürlich. Das muss man dann professionell irgendwie abwickeln. Man muss das irgendwie aufteilen. Das heißt, wenn ich diesen Job beendet habe an einem Abend, musst du so einen Schalter haben, der Klick macht. Gelingt dir das immer, dann Klick zu machen und das wirklich alles abzuschalten? Ja. Ja? Du musst Klick machen, du darfst es nicht mit nach Hause nehmen, du darfst dich nicht da so sehr mit auseinandersetzen. Also das meinte ich jetzt wirklich nochmal gefragt. Gelingt das, dass das dann doch nicht, wenn da irgendwelche heftigen Sachen vorgefallen sind, vielleicht Unfreundlichkeiten, Verletztheiten passiert sind oder so, dass du das nicht mit in dein Privatleben reinnimmst? Nein, da habe ich eine ganz klare Grenze. Dann ist es gut, wenn du das so beherrschst, dann ist das sicher richtig. Wie viele Stunden am Tag machst du das? Das ist unterschiedlich. Ich mache das so 3-4 Mal die Woche. Ja. So entweder 6 oder 9 Stunden. Es kam auch schon vor, 12 Stunden zu machen. Das sind ja so Schaltungen zu dir nach Hause. Du musst da nicht irgendwo hingehen. Du kannst Nee, ich bin nicht zu Hause dann. Ach, du bist nicht zu Hause. Du gehst dann irgendwo in so ein, in so Räumlichkeiten von dem Anbieter. Richtig. Ach so. Ah ja. Die anderen Frauen, die das machen, empfinden die da auch sexuelle Dinge bei? Hast du dich ja mit denen unterhalten? Glaube ich nicht, nein. Nee. Vielleicht liegt es aber bei dir noch an, A, weil du noch so frisch dabei bist. Ja. B, weil du vielleicht auch noch so viel nachholst, privat. Ja, ich steigere mich da so ein bisschen rein und sammle da meine Erfahrungen und nehme die in mein privaten Leben mit rein. Ja, ja. Ich sag ganz ehrlich, ich mache jetzt meine ersten Erfahrungen mit Analverkehr. Real jetzt? Real, ja. Mit dem neuen Stecher? Ja. Ich könnte jetzt ein ganz krasses Wort sagen, ich sage es nicht. Nein, sag es nicht. Das ist ja auch wirklich sehr lustig. Da ist eine Telefonsex-Anbieterin, die wirklich die ganze Palette von allem, was man so machen kann sexuell, anbietet. Und sie macht jetzt privat ihre ersten Erfahrungen mit Analsex. Ist ja auch sympathisch eigentlich, dass das alles auch so dann so funktioniert. Es heißt ja auch immer, man lernt immer dazu, man lernt nie aus. Immer lernt man dazu. Kann man denn da auch noch ordentlich Kohle verdienen oder ist das auch nicht mehr so dolle mit dem
Doch. Sex. Ja? Für sich ja. Ja? Also ich kann gut davon noch nebenbei was von leben. Ich kann da wieder von leben, ja. Ja. Ich frage jetzt mal, wenn du es nicht antworten möchtest, dann ist es völlig okay. Wenn du so eine Schicht, wie du es gerade gesagt hast, so hinter dir hast, was kommt da so netto bar bei dir auf die Hand? Das kann man nicht pro Schicht sehen, das sehe ich immer am Ende des Monats. Magst du sagen, wie viel am Ende des Monats rauskommt? Zwischen 800 und 1000 Euro. Ah ja. Mhm. Ja, dafür, dass es dir dann auch Spaß macht und man lernt nun eine ganze Menge dabei. Liebe Sonja, dann wünsche ich dir für vor allen Dingen für dein Realleben wünsche ich dir alles Tolle. Richtig danke toll. Dir. Schön wäre es ja, ich würde es dir wünschen, wenn du dich vielleicht wenn es da noch zu einer Liebesbeziehung kommen könnte. Das wäre das Optimale. Wenn das schön. Ne, wenn das sexuell toll ist und dann auch noch die Liebe dazu kommt. Mhm. Alles Gute von Herzen. Ich danke dir, Domian. Tschüss, Sonja. Tschüss, sehen. Danke. Jörg, 36 Jahre alt. Hallo Jörg. Ja, grüß dich, Domian. Jo. Schön, dass das noch geklappt hat. Ja, das finde ich aber auch. Du bist ein geiler Typ. Ja, aber absolut. Meine ich schon. Warum? Erklär's mir, erzähl's mir. Ach, ich lebe einfach. Du lebst einfach? Ich lebe einfach. Sag mal dein Äußeres, beschreib mir dein Äußeres ein bisschen. Oh, boah, ich bin 1,86 groß, wiege 81 Kilo. Ja, stattlicher Kerl. Sportlich eher gebaut. Ja. Gepierst, tätowiert, blond, kurze Haare. Ja. Also. Braune Augen. Guckt man hin. Ja, manche Frauen gucken gerne hin. Bist du in einer Beziehung im Moment? Ich bin in zwei Beziehungen im Moment. In einer Zweierbeziehung? In zwei Beziehungen. In zwei Beziehungen. Das heißt, du hast zwei Frauen. Ja, genau. Wissen die Frauen voneinander? Ja. Die wissen voneinander? Ja. Und das funktioniert so einfach? Nein. Diesmal nicht. Wie lange läuft denn das schon mit den beiden Frauen? Mit der einen seit 15 Monaten, mit der anderen seit 8 Monaten. Ja. Aber du liebst sie beide? Ich lebe mit beiden und ich weiß, warum ich bei beiden zu Hause bin, ja. Du lebst mit beiden? Das heißt, in einem Raum, in einer... Nein, schon getrennt. Aber du liebst beide Frauen? Kann man das so sagen, dass du beide liebst? Ach, das ist schwer zu beschreiben. Also ich lebe schon länger polygam. Ja. Und das sind immer Beziehungen gewesen, die so dreieinhalb Jahre lang gedauert haben. Mhm. Anderthalb Jahre mal 9 Monate. Mhm. Es kamen Frauen dazu, es gingen Frauen. Ja. Und letztendlich sind diese zwei Frauen jetzt gerade im Moment... Dein Leben. Mein Leben, genau. Mhm. Genau, das hast du richtig gut gesagt. Ja. Mhm. Die Frauen sind die solo oder haben die auch noch Beziehungen wiederum? Die dürften andere Beziehungen haben, ach so. Also von meiner Seite her. Da bist du offen, das wäre dir egal? Egal ist so ein weites Wort. Ja. Ich bin offen, sagen wir es so. Ja. Auf was ich dabei empfinde. Ich habe das schon durchgelebt gehabt, was das bedeutet, wenn eine Frau auch einen anderen Mann hat. Mhm. Das ist nicht immer einfach. Wir leben ja in unserer Welt ist das ja alles sehr fest definiert. Da gibt es das Pärchen und Schluss aus. Mehr gibt es nicht. In unserer Welt wird wenig experimentiert mit anderen Formen des Zusammenlebens. Dreier-Zusammenstellung, Vierer- oder sogar Fünfer-Zusammenstellung. Ja. Leider gibt es das nicht. Ich bedauere das sehr. Ja. Man kennt immer nur die Pärchen und das war's dann. Ich hatte das auch schon gelebt gehabt. Darauf wollte ich hinaus und dich fragen, ob du schon mal eine andere Form ausprobiert hast. Ich hatte auch den Dreier schon gelebt gehabt. Also richtig zusammengelebt dann, auch in einer Wohnung. Ja. Mhm. Mhm. Nein, ich hatte eigentlich bislang immer meine eigene Wohnung. Ja. Die mein Domizil war, mein Zuhause war. Mhm. Und aus dieser Ruhe heraus hatte ich auch diese Dreierbeziehung schon erlebt gehabt. Ah ja. Mhm. Mit zwei Frauen zusammen. Ja. Die sich auch sehr gut verstanden haben, wo auch schon Pläne geschmiedet wurden. Ja. Könntest du es dir auch noch größer vorstellen? Vielleicht sogar eine Viererrunde? Du, soll ich dir was ganz ehrlich sagen? Ja, bitte. Reduce to the max. Ich gehe eher wieder zum Kleinen zurück. Ah ja. Das sind dann die Resultate der Erfahrung, die du gesammelt hast. Meine ich auch. Meinst du, dass der Mensch dafür geschaffen ist, für nur einen Partner? Einen würde ich nicht sagen. Aber auch nicht für so ganz viele. Nicht so polygam. Mhm. Nein, nicht so oligam, sagen wir so. Mhm. Also, so, jetzt hast du ein bisschen Stress, weil die beiden Frauen darunter leiden. Die beiden Frauen
sind das erste Mal nicht so ganz grün miteinander. Das heißt, da steht einiges bevor, was du regeln musst, wo du irgendwie eine Entscheidung fällen musst. Ich kann da gar nichts regeln. Ja, oder die regeln das, indem eine vielleicht geht und das nicht mitmacht. Ich habe da keine Ahnung. Ja. Ich sitze zwischen zwei Stühlen oder tue es auch nicht. Ja. Auf jeden Fall wissen die, wer ich bin, ja, warum ich so bin, ja, und warum ich gerne so bin. Lieber Jörg, die Sendung ist vorbei, aber schön, dass wir noch haben reden können. Können wir irgendwann mal weiterreden? Ja, sehr gerne. Wir haben ja deine Nummer. Unter den Nägeln. Ja, würde ich in der Tat sehr gerne. Wir arrangieren das. Wir haben ja deine Nummer, okay? Ihr habt meine Nummer? Ja, haben wir. Hm? Nee, da bräuchte dann eine andere Nummer. Okay, wir rufen die gleich nochmal an. Alles okay, Gute. Alles klar. Bis dann, tschüss. In der Technik war Michael Verhöfe. Morgen 1 Uhr Radio 1.